Am 22. Juli werden zum Schneeberger Bergstreittag das erste Mal aufgrund der weltweiten Pandemie keine Berg-, Hütten- und Knappschaftsvereine sowie Bergkapellen und Orchester aufmarschieren. Anders, aber trotzdem, lautet das Motto, wie bei einem Pressetermin in der Kirche St. Wolfgang zu erfahren war. Natürlich ist zum Bergsteittag was los und wir haben neben dem 524. Bergsteittag in diesem Jahr auch unser renoviertes Rathaus wieder in Betrieb nehmen dürfen. Und natürlich dreht sich gerade die Bürgermeisterwette in diesem Jahr rund ums Rathaus, im wahrsten Sinne des Wortes rund ums Rathaus, weil ich ja herausgefordert worden bin, so viele Schals stricken zu lassen, damit wir mindestens einmal die 125 Meter um das Rathaus rumkommen. Diese Wette wird am Bergsteittag um 14 Uhr stattfinden. Wir laden alle, die Schals gestrickt haben und die vorbeibringen wollen, ab 13 Uhr ein, damit wir die Schals noch ein Stück weit aneinander ketteln können und dann gemeinsam versuchen, das Rathaus einmal einzuwickeln, sozusagen als Mund-Nase-Bedeckung für das Rathaus. Und für alle anderen haben wir dann am Abend noch, oder laden wir noch ein zu einem Abendspaziergang, so ab 22 Uhr, es sollte schon ein bisschen dunkler sein. Und da, wie gesagt, sollen sich die Leute mal überraschen lassen. Ein großer Schal in Zeiten des Mundschutzes. Entsprang die Bürgermeisterwette etwa im März mit Blick auf die Corona-Krise? Nein, das ist absoluter Zufall. Wir machen halt aus der Not eine Tugend und haben gesagt, dass irgendwie ist es passend, ein Schal fürs Rathaus. Wir müssen alle mit Nasebedeckung rumrennen. Man hat gesagt, macht einen Schal oder ein Tuch und jetzt muss das Rathaus eben das auch machen. Und wir wollen hoffen, dass wir damit Corona eindämmen und hoffentlich bald ein Stück weit unser Leben zurückbekommen. Zusätzlich zur Rathauswette steht zum Schneeberger Bergstreittag 2020 ein vielfältiges Alternativangebot für die ganze Familie zur Verfügung. Wir haben also uns intensiv Gedanken gemacht. Wir können das Markttreiben leider an sich nicht stattfinden lassen, eben weil es diese Beschränkung mit diesen 1000 Besuchern gibt. Aber wir haben uns vieles ringsherum eingeführt. Es wird also Stadtführungen geben an verschiedensten Orten unter verschiedensten Themen. Wir werden erstmals einen Kreativpfad ins Leben rufen, wo wir auf die Kreativität in unserer Stadt mal hinweisen. Das wird einen Flyer dazu geben, dass man die verschiedenen Schauwerkstätten und Werkstätten anlaufen kann, um sich dort ein Bild zu machen, was dort vor Ort eigentlich gefertigt wird. Und es wird natürlich unsere traditionellen Einrichtungen werden geöffnet sein, das Siebensteiner Pochwerk, unser Museum, die Fundgruppe Weißer Hirsch, um unter Tage einfahren zu können. Das Hobby-Eisbergwerk vom Jürgen Brecheis wird offen sein und. Also es ist genug los. Außer, wie gesagt, das traditionelle Markttreiben. Der Berggottesdienst wird als traditioneller Höhepunkt mittels TV-Übertragung bewahrt und den Menschen somit risikofrei zugänglich gemacht. Der Gottesdienst wird stattfinden um 19 Uhr, traditionell unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das war uns ganz wichtig, denn der Kern des Bergstreittages war immer dieser Berggottesdienst. Die gottesfürchtigen Bergleute finden, war das wichtig und diese Tradition müssen wir beibehalten. Und damit möglichst viele Menschen von diesem Berggottesdienst partizipieren können, wird er dann erstmals am Freitag und dann nochmals am Sonntag auch bei RTV ausgestrahlt und entsprechend auch auf dem Internetplattform von RTV dann auch für jeden zugänglich gemacht. Und wer es nicht erwarten kann, der kann am Mittwoch auch live beim Gottesdienst dabei sein. Wir werden natürlich in Handyqualität jemanden von der Stadtverwaltung mit reinsetzen, der dann um 19 Uhr in den sozialen Netzwerken diesen Berggottesdienst überträgt. Da weil die Einladung kann man sich vielleicht ins Braukombinat setzen oder irgendeinen Biergarten der Stadt und nimmt sein Handy raus und hat dann so ab 19 Uhr, wie gesagt, in Handyqualität dann den Berggottesdienst. Der Bergstreittag wird in Schneeberg alljährlich am 22. Juli in Gedenken eines im Jahr 1496 durchgeführten Lohnkampfes veranstaltet. 2020 anders, aber trotzdem.